habe hier gerade was Lustiges in dem Bienenvolk entdeckt, und zwar einen Totenkopfschwärmer. Das ist ein Falter, der durchs Flugloch von dem Bienenvolk reingeht, die Königinpheromone imitiert und somit von den Bienen in Ruhe gelassen wird beim Honigklauen. Nur das Blöde ist, der Falter geht halt dünn rein, saugt sich dann richtig voll mit Honig, wird dadurch dicker und passt nicht mehr durchs Flugloch, wenn er raus will. Und die meisten Totenkopfschwärmer, die sterben dann innerhalb von dem Bienenvolk. Und dann kann man es natürlich auch sehen, was dann halt leider unten auf dem Gitter rumliegen. Und so sieht dieser riesige Falter eben aus. Gehört übrigens zu den größten Falterarten der Welt, meines Wissens. Auf jeden Fall mal zu den größten Falterarten von Europa. Ja, schade um das Tierchen.